Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Tower Bricks. Ein Team, ein Turm, ein Plan. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Tower Bricks. Ein Team, ein Turm, ein Plan. Aus dem Hause Kosmos, Autor steht auf der Rückseite, Simon Thomas ist der Autor und dieses Spiel möchte ich euch jetzt im Verlauf des Videos vorstellen. Ich zeige euch den Aufbau, die Abläufe und abschließend gibt es auch ein kleines Fazit. Wenn man eine Schachtel öffnet und diese kleine Verpackung, die Kosmos gewählt hat, dann sieht man schon gespielt, Ubongo, 3D, Family bzw. Master, Drop It. Es gibt einige Spiele, Bauspiele, Stapelspiele und das ist, ja man sieht es ja auch hier, schon ein bisschen im Cover, ein weiteres, ein geselliges, kooperatives Spiel will es sein, dazu später mehr im Fazit, ist aber ab 10 Jahre, spricht also für ein etwas anspruchsvolleres Spiel, ich gehe im Fazit drauf ein, es ist für 1 bis 6 Personen, endlich auch mal wieder ein Spiel, wo man mit mehr Personen mehr als 4 Personen absolvieren kann und Spielzeit 20 Minuten, wow, das geht ja richtig flott. Und so viele Elemente sind ja auch gar nicht dabei. Auf der Rückseite heißt leichter Einstieg. 5 von 5 Punkte Teamwork ist ganz wichtig, kooperativ. Steine stapeln, Kreativität, das sind alles Punkte, die wichtig sind mit Solo-Variante. Aber was macht man hier? Beziehungsweise wie sieht denn der Aufbau aus? Naja, das ist alles, was in diesem Spiel beifügt. Deswegen auch eine kleine Schachtel. Finde ich auch gut, dass man keine große 30x30 Schachtel gewählt hat, sondern eine kleine Schachtel. Ihr seht hier die Elemente, die Holzelemente, die hier dabei liegen und es sind einige Karten, Auftragskarten und da gilt es gewisse Aufträge zu erfüllen. Aber wie läuft es? Und deswegen bedient man sich am besten dieser Übersicht oder diesen Übersichtskarten, weil am Anfang gibt es eine kleine Einstiegsvariante. Wir wollen das Spiel erst einmal kennenlernen, nicht so viele Regeln, leicht kennenlernen. Wir wissen, oder jetzt wisst ihr es, wir müssen einen Turm bauen. Dafür gibt es gewisse Vorgaben. Wir haben hier die Steine und wir haben gewisse Aufträge, die müssen wir genau lesen. Wir dürfen nicht verraten, was auf den Karten sind. Wir müssen alle Steine nutzen. Wir können sofort loslegen. Gegebenenfalls beginnt einfach mal eine Person mit dem Bauen, um hier die Aufträge zu erfüllen. Und hat man das richtig erfüllt, ist der Turm stabil, auch gebaut. Daumen nach oben, wenn auch noch der Auftrag passt. Aber langsam. Wir sind bei der Einstiegsvariante. Wir haben gewisse Steine, die vorgegeben sind. Okay, der graue, der fehlt hier schon bei der Einstiegsvariante. Das ist also ein bisschen einfacher. Wir nehmen auch nur das grüne Kartendeck mit den Werten 2. Ja, habe ich euch auch schon gezeigt. Und jetzt schafft es 3 Runden mit möglichst wenig Versuchen, so einen Turm zu bauen, die Aufgaben zu lösen. Aber Jörg, was ist denn mit den Aufgaben? Naja, in der ersten Runde bekommt jede Person eine Karte, einen Auftrag. Und mein Auftrag heißt, mindestens ein roter Stein berührt nur einen Stein. Die andere Person hat einen anderen Auftrag. Da heißt, mindestens 2 Steine berühren nur jeweils einen Stein. Ihr lest das nicht vor. Ihr behaltet den Auftrag für euch. Ja, und ist die Frage, wer beginnt? Eine Person fängt einfach an, einigt euch. Vielleicht sagt auch die Person, ja, ihr wisst gleich, um was es geht. Ich fange gleich an. Ich baue hier und baue hier diesen Stapel. Und baue das alles hier aufeinander und plötzlich kommt schon ein Raunen von der anderen Seite und eine andere Person baut mit, möchte das anders bauen, möchte das lieber so haben und so läuft das Spiel. Alle sind beteiligt, man spielt kooperativ. Natürlich für 6 Personen eine gewisse Herausforderung, könnt ihr euch vorstellen, etwas einfacher zu zweit. Aber eine Person beginnt und versucht seinen Auftrag zu erfüllen, aber die anderen, die haben es noch nicht und bauen dann plötzlich um. Und plötzlich sind hier ganz andere Elemente, die sagen, nein, 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 nochmal anders. So funktioniert das. Und das ist die Einstiegsvariante. Naja, Jörg, Einstiegsvariante, das kann man mal probieren zum Losspielen, gerade für Jüngere. Was steht da drauf? Ab 10 Jahre. Na, dazu später mehr. Einstiegsvariante ist also prima, um das Spiel kennenzulernen. Übrigens in der zweiten Runde eine Karte pro Person und eine weitere. Ihr müsst, also eine Person bekommt noch eine weitere Karte. Dritte Runde eine Karte pro Person plus nochmal 2 weitere Karten. Einigt euch vielleicht die Person, die clever ist, die gut bauen kann, effektiv auch nach den Aufträgen schaut, die bekommt vielleicht die eine oder andere Karte mehr. Wichtig ist,
Alle Steine verbaut, alle Bedingungen erfüllt. Ja, super, ihr habt die Runde erfolgreich gemeistert. Komm, das war Einstieg. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir haben noch so viele Aufgaben. Grundspiel, okay, da kommt dann plötzlich unter Umständen der Graustein auch mit hinzu. Und ja, jetzt die Frage, wollt ihr einfach, mittel oder schwer spielen? Einfach 12. Was heißt denn 12? Ihr sucht euch Karten raus, Zweier- oder Dreierkarten. Wert 12. Das heißt, diesen Wert erreichen, gleich dem Wert oder je nachdem drüber, 12 oder mittel 13 bis 19, schwer größer 20. Wir sind bei den grünen Karten, deswegen auch die Hintergrundseite grün. Haben wir gespielt? Mann, war auch nicht so schwer. Vielleicht sind wir einfach zu erfahren. Okay, wie wäre es mit Pink? Pinkes Kartendeck nutzen, einfach 12. Okay, zu zweit bedeutet das, ja, jeder nimmt. Ja, was nehmen wir? Die Zweier oder die Dreier? Ja, wir nehmen zwei Dreierkarten. Jeder. Das heißt, 2 mal 3, 6, dann die andere auch nochmal 6, 12. Passt zu zweit. Also mit 12. Das schaut ihr, abhängig von der Spielanzahl. Ihr habt einen Wert, einfach, das heißt 12. Und dann habe ich hier meine zwei Aufträge. Was habe ich denn hier für zwei Aufträge? Wir sind bei Pink. Und Pink heißt, jeder senkrechte Stein berührt mindestens einen waagrechten Stein. Jeder lila Stein berührt genau drei Steine. Nur, jetzt ist mir schon ein bisschen zu schwer. Ja, wir sind bei Pink. Ich wollte euch alles zeigen. Wir sind ja auch beim Grundspiel, beziehungsweise je nachdem bei den Herausforderungen. Und so habt ihr die Option zu spielen, mit wem ihr das wollt, mit den Kindern zu spielen. Ja. Heißt ab 10. Naja, mit der Familie zu spielen, in reinen Erwachsenenrunde zu spielen, alleine, möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, gibt es gewisse Solo-Herausforderungen oder ab 2 Personen bis zu 6 Personen. Und sucht euch einfach die Karte, die Herausforderungen aus. Fängt mit einer neuen Gruppe, aber erst einmal mit den grünen Karten an. Übertreibt es nicht, weil das ist schon eine gewisse Herausforderung. Und so funktioniert es. So habt ihr eine gesellige Möglichkeit, könnt dann auch ein bisschen nach Punkte gehen, weil hier stehen ja auch Punkte dabei, könnt ihr auch ein bisschen schauen, wie viele Punkte ihr erreicht, weil die Punkte könnt ihr zählen, könnt ihr auch gegebenenfalls erfassen. Die Option habt ihr, aber das war auch schon das ganze Spiel. Und damit bin ich beim Fazit von Tower Bricks. Ein Team, ein Turm, ein Plan. Ein Spiel aus dem Hause Kosmos vom Autor Simon Thomas. Illustration möchte ich auch noch erwähnen. Johanna Ruprecht, Grafik Fiore GmbH. Ein Spiel mit einem Solo-Modus, aber ich möchte in diesem Fazit eher einen Blick richten auf die Spieleranzahl und auf die anderen Angaben ab 2 Personen. Und wir haben zu zweit, wir haben es auch oft zu viert gespielt, da funktioniert es prima. Zu 5, zu 6, das sind gewisse Herausforderungen, aber es ist durchaus möglich. Steht ja auch hier dabei, 1 bis 6 Personen. Und ihr habt es gesehen, die Abläufe, so schwer sind die nicht. Aber es ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, die Aufträge zu erfüllen. Teilweise müssen die Spielsteine oder die Steine auch schräg platziert werden. Ist eine gewisse Herausforderung nicht so einfach. Auch wenn es jetzt wirklich einfach klingt, grün Einstieg, ja gut, jeder hat einen Auftrag, man geht es durch, ist ja einfach, ist Familienspiel. Ja, das können 7-, 8-Jährige spielen. Definitiv auch die Einstiegsvariante. Das habe ich auch mit Jüngeren absolviert, beziehungsweise Jüngere haben es gespielt. Die kamen sofort klar. Aber übertreibt es nicht, weil wir haben in der Runde schnell gemerkt, na, ist einfach. Wir sind auch erfahren, wir spielen viel. Und dann geht man auch schnell in den pinken Bereich über. Und dann merkt man, oh je, da bekommt man seine Grenzen aufgezeigt. Vielleicht hat deswegen auch der Verlag ab 10 Jahre draufgeschrieben, weil es anspruchsvoller wird und vielleicht dann eher etwas geübte Baumeister oder Baumeisterinnen betrifft, wo dann das absolvieren können, weil es schwieriger wird und deswegen die Altersangabe ab 10. Man hätte aber durchaus ein bisschen Mut fassen können, aber 8 Jahre draufschreiben, weil gerade vom Einstiegsbereich, man lernt das spielerisch kennen, man lernt irgendwann auch seine Grenzen kennen. Die habe ich auch gelernt, weil ich habe gedacht, jo, Pink, gar kein Problem. Wir nehmen nur Dreier, wir machen gleich mal schwer. Dann ging eine Partie schon ein bisschen länger. Und zwar nicht die 20 Minuten, dann geht es auch ein bisschen länger. Aber 20 Minuten steht hier dabei, das passt, weil gerade die ersten Aufgaben, wenn ihr einfach spielt, ihr spielt nicht länger als 20 Minuten. Das ist wirklich schön gesellig zu bauen, ab 10 Jahre kooperativ zu bauen. Aber gibt es hier nicht eine Person, die dominiert? Ist ja oftmals das Problem bei kooperativen Spielen, dass eine Person dominiert und alles an sich reißt und die anderen nur noch schauen und sagen,
Glückwunsch, hast du super gemacht. Nein, klar kann eine Person anfangen, wenn sie selbstsicher ist und sagt, ey, die Aufträge sind schwer, aber ich zeige euch, das passt. Aber dann muss eine andere Person eingreifen, weil seinen eigenen Auftrag darf man nicht verraten. Jeder ist beteiligt an diesem Spiel. Und ist eine Person dabei, die vielleicht jetzt nicht so mit dreidimensionalen Spielen, Aufträgen umgehen kann, dann bekommt sie vielleicht nur eine Karte und die andere bekommt dann mehr Karten. Aber das ist doch toll und es macht Spaß, gemeinsam das Werk zu sehen, einen Turm zu errichten, der teilweise ein bisschen verrückt gebaut ist, und dann sagt man, wow, das ist echt cool gemacht und das macht Laune. Aber das entwickelt sich abhängig, wenn ihr eure Grenze kennenlernt. Wenn das euch zu einfach ist, dann solltet ihr gleich den einen oder anderen Schritt überspringen und vielleicht mal zu den pinken Karten gehen, aber übertreibt's nicht. Das als wichtiger Hinweis, ein schönes, geselliges, kooperatives Spiel für jung und alt, aber insgesamt ein Spiel, wo ich gebaut habe. Wo es dann heißt, morgen wieder bauen, na, nur bedingt. Da muss man Lust drauf haben, kooperativ, gesellig, schön zu spielen, generationsübergreifend zu spielen. Das ist so ein Spiel, wo alle ihren Spaß haben, wo man dann einfach mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, zwei, drei Aufträge erfüllt und dann hat man seinen Spaß gehabt und je nachdem das in ein paar Tagen wieder rausholt, vielleicht auch öfters. Aber jetzt seid ihr gefragt. Vielleicht habt ihr es schon gespielt. Eure Meinung dazu. Insgesamt ein gutes kooperatives Spiel. Kooperatives Spiel, wo auch jeder zum Zug kommt. Nicht nur so ein Alpha-Tierchen, wo alles an sich reicht. Nein, jeder ist motiviert und jeder hat seine Aufgabe und muss dazu beitragen, gemeinsam diesen Turm zu errichten. Das zu den Infos. Das Spiel bekommt ihr teilweise fast überall im Handel. Da müsst ihr einfach mal schauen. Oder über die unten genannten Links. Da unterstützt ihr uns ja immer automatisch. Eure Entscheidung. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.